Tricase erstreckt sich auf den letzten südöstlichen salentinischen Hügel. Das Gemeindegebiet gehört zum Parco Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, Waldnaturpark der Adriatischen Küste. Sein Erbe hat eine lange zurückreichende Geschichte und alte historische Verbindungen mit der Levante. Das beweist die byzantinische Abtei des Mythos, deren Turm noch heute von den Ländereien des Staatsgebiets aus gut sichtbar ist. Die verschiedenen Verbindungen und die historischen Traditionen machen Tricase zu einer ganz besonderen Stadt, die sich von den anderen salentinischen Städten unterscheidet. Dank der Adelsfamilie Gallone wurde Tricase im 17. Jahrhundert Zentrum eines großflächigen Lehens, das sich von Salve bis Supersano und Nocilla erstreckte. Der Reichtum der Familie wird noch heute in den Kirchen der Stadt erhalten. Es handelt sich um besonders wertvolle Werke von bekannten Künstlern der Republik Venedig der Serenissima. Im 20. Jahrhundert wird Tricase für die Tabakproduktion und Verarbeitung der Lecce-Provinz sehr wichtig und gründet ihre Wirtschaft auf den tertiären Sektor. Heute hat die Stadt ca. 17.000 Einwohner und bietet Dienstleistungen im Bereich Bildung, Handel, Verkehrsmittel und vor allem im Gesundheitsbereich mit seinem Krankenhaus, das im ganzen Salento einen hervorragenden Ruf genießt. Die Altstadt von Tricase hat noch heute den Charme der Vergangenheit. Der soziale Wohnungsbau des Endes des 16. Jahrhunderts mischt sich mit den prächtigsten Palazzi der Adelsfamilien der Stadt. Ursprünglich wurde die Hauptstraße der Ortsmitte von zahlreichen Pilgern auf dem Weg zum Wallfahrtsort der Madonna de Finibus Terre, das heißt am Ende der Welt, von Santa Maria di Leuca begangen. Entlang der Straße kann man die Kirche der Präsentazione di Santa Maria al Tempio, das heißt Marienvorstellung im Tempel, des 15. Jahrhunderts bewundern. Gegenüber der Kirche gibt es das palastartige Gebäude, das den Familien Montano Pisanelli gehörte. Die Altstadt von Tricase ermöglicht dank seinen dichten Gassen- und Straßennetzes einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Einige Einblicke alter graziösen Landschaften faszinieren nicht nur die Touristen, sondern auch die Bürger der Stadt. Piazza Pisanelli ist einer der elegantesten Plätze der Provinz Lecce und scheint für die Bürger von Tricase fast wie ein Wohnzimmer unter freiem Himmel zu sein. Seit jeher das Herzstück der Stadt, stellt er ihren wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkt dar. Darum entstehen hier auch verschiedene Denkmäler, die verschiedenen Zeitaltern angehören. Die Kirche St. Domenico von Gutsmann beherrscht den Platz vom architektonischen Gesichtspunkt aus. Der Palazzo der Fürsten Gallone von Tricase dagegen ist schlicht und geradlinig und steht im Einklang mit der Architektur des Platzes. Hier sieht man einen Fächer verschiedener Zeitalter und Stile, die aber vom neoklassischen Stil der Architektur des 16. Jahrhunderts beherrscht werden. In der Mitte des Platzes erscheint die Bronzestatue des Bürgers von Tricase Giuseppe Pisanelli, 1924 vom Bildhauer Antonio Bortone erschaffen. Pisanelli war ein wichtiger Jurist und italienischer Patriot. Nach Italiens Einheit war er von 1862 bis 1864 Justizminister. Die hoheitsvolle Statue ehrt das Ansehen des bekannten Bürgers von Tricase und verleiht dem gesamten Platz einen Hauch von Eleganz. Der heutige Fürstenpalazzo ist das Ergebnis verschiedener Umbauten und Zusammenlegungen des 15. und 20. Jahrhunderts. Die meisten Umbauarbeiten wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf Geheiß der Familie Gallone durchgeführt, als Tricase Kreisstadt eines großen südsalentinischen Fürstenhauses wurde. Unter den Bewohnern Tricases wird das Gebäude Castello, also Schloss, genannt,
da es mehr als 300 Jahre lang als Schutz- und Sicherheitsgarant für die Bewohner der Stadt fungierte. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Palazzo also diese doppelte Funktion bewacht. Die der Verteidigung, was man gut an den strengen, beinahe militärischen Schlichtheit erkennen kann, und der repräsentativen der Feudalmacht, erkennbar an der Erhabenheit und am Prunk seiner Innenräume. Der Thronsaal ist wirklich direktes Zeugnis der Opulenz und des Reichtums der Fürstenfamilie Gallone von Tricase. Im Zentrum des Bodenbelags, der als Mosaik gefertigt ist, sieht man das Wappen der Adelsfamilie. Hier empfingen die Fürsten die Handelsvertreter, verwalteten ihren riesigen Besitztümer und übten ihr Feudalrecht aus. Wahrscheinlich stammte die Familie Gallone ursprünglich aus Griechenland. Sie gehörten der neuen salentinischen Aristokratie des 17. Jahrhunderts an, deren finanzielles Emporkommen dank der Olivenöl- und Getreideausfuhr ermöglicht wurde. Am Palazzo steht der alte Turismagna, ein Turm aus der Epoche der Orsini im 15. Jahrhundert. Die Mauern, dick und wuchtig, spiegeln in der Tat architektonischen Stil und mittelalterliche Verteidigungstradition der Terra d'Otranto, wie der Salento auch genannt wird, wieder. In den Turmkammern kann man hunderte von Einkehrbunken erkennen, die Gefangene im Laufe der Jahrhunderte dort hinterließen. Einige türkisch-ottomanische Einkehrbunken müssen sogar auf das 16. Jahrhundert zurückgehen. Darunter das Antlitz des Giannizzero. Seit 1954 ist der Palazzo im Besitz der Gemeinde und ist heute kultureller Mittelpunkt der Stadt. An hellen sonnigen Tagen wirft die Kirche des heiligen Domenico aus dem 17. Jahrhundert seinen eleganten Barockschatten auf das Wohnzimmer unter freiem Himmel der Bürger von Tricase, der Piazza Pisanelli. Das Gebäude erhebt sich nur wenig außerhalb des Stadtkerns gegenüber der Pfarrkirche und bewacht den Fürstenpalazzo der Adelsfamilie Gallone. Der Kirchturm mit seiner typisch barocken Turmspitze überragt alle anderen bürgerlichen und klerikalen Gebäude der Stadt. Das Kircheninnere kennzeichnet eine hölzerne Hängdecke, die mit türkis- und goldfarbenen Motiven dekoriert ist. Die Seitenaltäre weisen kostbare Barockverzierungen auf. Es scheint ein Triumph von Statuen und Engelsputten zu sein, die typisch für die Handwerkskunst des hiesigen Tuffstein der Pietralicese sind. Seit 1810 kümmern sich die Brüderschaft des heiligen Rosenkranzen um das Gebäude. Diese Brüderschaft wurde 1579 in Tricase von den Dominikanermönchen gegründet und ist einer der ältesten laizistischen Kirchenvereinigungen der Provinz. Die Kirche liegt direkt am Dominikanerkloster Peter und Paul, das 1809 von den Gesetzen Napoleons säkularisiert wurde und heute verschiedene Gemeindebüros beherbergt. Das Eingangsportal liegt auf der Nordseite des Gebäudes. Die darüberliegende Fassade wurde von einem kleinen Glockenturm mit Uhr verschönert. Auf dieser Fassade hängt eine Steintafel zu Ehren der Opfer des 15. Mai 1935, als während eines gewalttätigen Protests der Tabakfabrikenarbeiterinnen 5 Bürger Tricases getötet wurden. AGAIT ist das italienische Akronym für industrieller landwirtschaftlicher Betrieb des Gebiets Capo di Leuca. Jahrzehntelang hat dieser Betrieb den Wirtschafts- und Produktionspool von Tricase und Umgebung dargestellt. Der Betrieb wurde 1902 vom Parlamentsabgeordneten Alfredo Codacci Pisanelli gegründet,
Ziel war, alle Verarbeitungsprozesse des Tabaks unter einem Dach zu vereinen, von der Beschaffung bis zur Produktion der Zigarette. Noch heute stechen zwei große Werkshallen ins Auge, die als Arbeitshallen dienten. In einigen Hallen befindet sich noch heute antikes Arbeitsgerät, das von den Arbeitern zur Bewegung, Trocknung und Verarbeitung des Tabaks genutzt wurde. Das Arkaid fungierte als Wirtschaftstriebfaktor der hiesigen Landwirtschaft, der besonders den bäuerlichen Familie Tricases und des südlich davon gelegenen Gebiets Capodileuca. Heute gilt der Gebäudekomplex als Industriedenkmal des südlichen Salentos. . 2002 hat die Gemeinde Tricase den Komplex aufgekauft, um ihn kulturell dahingehend zu nutzen, die Geschichte des Salentos bekannt zu machen. Eines der suggestivsten Gebäude Tricases ist die Kirche der Madonna von Konstantinopel, auch als die Kirche des Teufels bekannt. Die Kirche wurde 1685 von Jacopo Francesco Arborio Gattinara unter dem Fürsten Stefano Gallone mitten aufs Land gebaut, um der heiligen Jungfrau zu huldigen. Auf dem Kirchenvorplatz wurden jahrhundertelang wichtige Bauernjahrmärkte abgehalten, die heute nicht mehr üblich sind. Der älteste Jahrmarkt, von Marquis della Gattinara gestiftet, wurde gleich nach Fertigstellung der Kirche eingeweiht und wurde Heiliggeistmarkt genannt. Er fand an Pfingsten statt. Auf das 19. Jahrhundert geht dagegen der Jahrmarkt des Stadtpatrons von Tricase, dem heiligen Vito dem Märtyren, zurück, der am 15. Juni abgehalten wird. Der achteckige Grundriss der Kirche hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich um sie alte Legende ranken. Und so sagt man über diese Kirche, dass sie vom Teufel auf Geheiß des alten Prinzes erbaut worden sei. Auf der Straße von Tricase nach Tricase Porto steht stolz mit ihren 700 Lenzen einer der ältesten wallonischen Eiche der Welt. Früher wurden die Eichen von den Ledergebern in Tricase dazu benutzt, um das Leder bei der Verarbeitung weicher zu machen, was durch die Tannine in der Eiche gewährleistet ist. Bei den Bewohnern Tricase wird der Baum auch die Eiche der 100 Ritter genannt. Laut einer unglaublichen mittelalterlichen Geschichte fanden unter den ausladenden Ästen des Baumes 100 Soldaten Friedrichs II. Von Hohenstaufen. Die wallonische Eiche ist in ganz Europa sehr rar. Heute ist sie in wenigen Gebieten des Salentos und auf dem Balkan heimisch. Wahrscheinlich gelangte sie während der byzantinischen Herrschaft und der Handelsaustausche mit der Ostküste der Adria nach Italien. Und sie herrscht noch heute über die Landschaft von Tricase und zeugt von der Pracht der Natur. Tricase Porto ist der Hauptbadeort der Gemeinde Tricase und liegt innerhalb des Gemeindegebiets. Eintragungen zufolge wurde der Ort schon im Jahre 1300 erwähnt.
Er liegt an einer natürlichen Einbuchtung in der Küste, wo verschiedene Süßwasserquellen ins Meer fließen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das Hafenbecken erweitert und heute wird der Hafen von vielen ausländischen Booten genutzt und von den hiesigen Fischern und Bootsvereinen genutzt. Unter den suggestivsten Aktivitäten hat der Verein Magna Graecia Mare einen 100-jährigen Zweimaster zu neuem Leben geführt, um die Seetraditionen aufrecht zu erhalten und die antike Form der Lateiner Segeltöps wiederzubeleben. Und noch heute gehen hier die Fischer von Tricase ihrer Aktivität nach. Sie diversifizieren außerdem mit neuen innovativen Dienstleistungsideen wie dem Tourismusfisch, Bootsausflügen im Grotten und typischen Essen auf den Fischerbooten. Wenn man von Tricase Porto weiter in Richtung Süden fährt, liegt unter den Ausläufern des Hügels Calino Marina Serra. Das Panorama wird vom antiken Torre Palane dominiert, einem Küstenwachturm, der im 16. Jahrhundert gebaut wurde, um das Territorium von Eindringlingen zu schützen, die übers Meer kamen. Torre Palane kommunizierte im Süden mit Torre Nasparo in der Gemeinde Tigiano und im Norden mit dem inzwischen verschwundenen Torre del Porto von Tricase. Letzterer wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von der britischen Flotte eingerissen. Ein besonderes Highlight ist außerdem das Schwimmbad der Mönche, Piscina dei Monaci. So wird eine köstliche Einbuchtung genannt, die hier für die Dominikaner Mönche geschaffen und im 20. Jahrhundert erweitert wurde. Der Badeort schmiegt sich in eine liebliche Landschaft, die viele Sommerurlauber ansieht. In den heißen Sommermonaten kann man im ersten Licht des Sonnenaufgangs von der Küste von Marina Serra die Rücken von springenden Delfinherden sehen, die ihre Runden im tiefblauen Gewässer der Meerensenge von Otranto ziehen. Der Besucher kann hier ein fantastisches Panorama sehen, den Duft der salzigen Meeresluft einatmen, während er in die Vegetation der Steilküste über den tiefen Blau des kristallklaren Meeres eintaucht.